Minecraft Modpack Projekt mit mir, dem Christian. Wir spielen auf der 1.7.10, wir haben nur 4 Mods drin, aber die Mods haben es in sich. Hallo, schieß an, wir haben Retro-Update-Mind aus und dann fangen wir auch direkt nochmal weiter. Es ist Minecraft Pokémon. Juhu! Minecraft Pokémon ist jetzt am Start. Pixelmon. Ich weiß nicht, wie ich das Projekt nennen werde. Ich glaube, Minecraft Pixelmon einfach nur. So, wir dürfen unseren Starter jetzt erstmal auswählen. Geht alles bis zur 5. Generation. Und ich habe entschieden, wir fangen mit Feuerregel an. Da haben wir unser kleines Feuerregel, Cyndaquil. Und den werden wir jetzt rumreisen. Und da ist auch schon das erste Pokémon Center. Starly! Nein, das Starly ist jetzt doch zu stark, das hier auch. Dann halt die Healer so. Gehen dann Pix sehen. Danke. Nein, es geht nicht. Bayern. Trailmaschine steht falsch rum. Gut zu wissen. Aber deswegen kann man auch mit auf zuwerfen. Halt die Healer. Ordisch! Level 5, Mirapla. Was können wir bewegen? Magikarp. Oh, jetzt können wir mal ein bisschen mit dem Kappa. Karp. Magikarp. Magikarp. Am Anfang eigentlich immer ganz praktisch. Magikarp. Magikarp. Das wird auch ein längeres Modpack, weil... Karp. Karp. Level 9 ist. Wir trainieren jetzt erstmal ein bisschen. Dann fangen wir erstmal mit dem Standard-Ding von Minecraft an. Das heißt, wir bauen erstmal uns eigentlich ein bisschen Holz ab und so. Magikarp. Und wie gesagt, das ist bis zur 5. Generation. Das heißt, alles, was in der 5. Generation vorkommt, Magikarp. Ist hier drin. Es gibt natürlich auch ein Modpack, was die 6. Generation mit einbezieht. Nur so Pokémon Sonne und Mond auf die 7. Generation und die ist noch nicht bei Pokémon bei Minecraft Pixelmon drin. Ich habe mich jetzt entschieden, das hier zu spielen. Einmal als Einstieg, vielleicht wechsle ich dann später auf den Modpack um, das auch die 6. Generation drin hat. Ich glaube, es gibt ein Modpack, das ist aber persönlich auch schon größer. Und die Legendären sind halt drin, die kann man spawnen lassen oder so. Karp. Aber die spawnen halt auch mal so. Jetzt haben wir schon Level 8.
Und jetzt haben wir mal einen Baum zu fällen. Heute werden noch vier Videos kommen. Allgemein, weil gestern, weil die letzten fünf Tage nur, weil so wenig kam und ich habe ja gestern schon 8 Folgen hoch, Videos hochgeladen. Das Ende von Minecraft Skyblock und Minecraft Boom war ja gestern, kam ja gestern, ja. Und es sind, ich hatte aber noch 2 Videos wenig hochgeladen, also werden heute noch 2 kommen von nachgeholt und es wird nochmal 2 die Videos von heute kommen. Und morgen werden auch nochmal 8 Videos kommen. 4 Videos kommen, weil ich Sonntag wohl kaum Zeit habe, wo ich aufzunehmen bzw. hochzuladen. Da ich am Sonntag ins Kino gehe mit dem Kumpel. Und wenn wir uns schon mal sehen, ja, bin ich. Und dann würde ich sagen. Das geklärt. Ich werde natürlich am Montag versuchen aufzunehmen, ein bisschen noch was. So, das hier sind übrigens Aprikogos, die kann man pflücken, auch anpflanzen und Pokébälle herstellen. Anders kommt man ja nämlich nicht an Bälle ran. Und leider, da ist noch ein Pokémon hinter und ein fucking Galopp. Ja, wirklich, hier muss man, wenn man überhaupt ein paar Pokébälle haben will, muss man die alle selber craften. Ich hätte jetzt vielleicht halt zum Anfang vielleicht mal ein bisschen was cheaten können. Aber nein, und diese, ich will nichts cheaten, ich will wie einfach Boom und Skyward alles selber machen. Er sagt, wenn man oft welch neues Pokémon fange, werde ich dann oft wie ein bisschen das so trainieren, auf voriges Level. Nice. Wir können auch den Spitznamen ändern. Ich habe mir auch schon daran überlegt. So, Flame. Nein, Spaß. Lace. Ja, das war unsere Minecraft-Serie. Und dann jetzt auch hauptsächlich in nächster Zeit Minecraft-Projekte kommen. Ob ich neben Minecraft Bricks mal noch ein weiteres Minecraft-Projekt laufen lassen werde, weiß ich noch nicht. Könnte man aber durchaus machen. Wir haben mal schon. Und das ist jetzt erstmal die erste Folge. Und da kommen noch 3 weitere Folgen von Minecraft Pixelmon. Ja. So, okay, wir haben ein männliches, sonst hätten wir den Namen schlecht gehen. Den Kapitals und den Taras. Cool. Magikarp. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Mod kennengelernt hatte. Magikarp. Ich kenne auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Magikarp. Das ist halt ein Mod, den ich für mich entdeckt hatte. Die ich auch schon online gespielt hatte für Tentacool. Okay, ein 14er Kater. Ich weiß auch, da ging noch mal wieder rum. Tentacool. Ist da gerade ein Schotter? Nein. Ja, der erste Folge ist im Funk. Also bis